So, hier sind wir wieder. Kurzer Funfact, der mir gerade aufgefallen ist. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Also, das heißt so viel wie er tötet keine Toten. Weil die Sache ist, sie sind erst hinterblieben, wenn er sie hinterlässt durch seinen Tod. Wenn hier steht, er hinterlässt keine Hinterbliebenen, bedeutet das, dass ausgeschlossen wird. Es ist alles sehr komisch. Ich denke mal, es ist ein Übersetzungsfehler. Es könnte halt auch, das ist nämlich die Sache. Es könnte ein total genialer Hinweis auf etwas sein. Aber ich denke mal, es ist einfach ein Übersetzungsfehler. Genau. Okay, wir werden nicht verfolgt. Inactive. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich diesen. Also ich rate jetzt einfach. Aber wir müssen wahrscheinlich diesen Aufzug langfristig aktivieren. Man wird gestreckt, bis man bricht. Oh, was? Geh. Was? Nein! Na, nein! Was war da los? Warum war da jemand? Da ist niemand. Alter. Jetzt macht mir mal allen. Nein, ich will da nicht raus. Ich könnte theoretisch. Das macht ihr auch mit Absicht. Irgendwas macht die Leiche jetzt. Okay, die Leiche liegt noch da. Also Leiche sage ich, es ist keine Leiche. Okay, die Blutspur geht nach da unten. Da wäre noch eine Batterie. Nee, das ist. Diese Dosen sehen halt von weitem irgendwie aus wie Batterien. Erzähl das dem Richter, Mann. Okay. Cool. Also hier unten durch. Kann ich wieder hoch? Ups. Das heißt wohl nein. Haben die eine Scheißputze? Man kann sich hier drin verstecken. Es gibt wahrscheinlich auch einen Grund, warum man das kann. Ging es halt runter. Okay, da ist die Wand, da ist nichts. Da ist jetzt auch erstmal nichts. Was ist das hier alles? Finde einen Weg aus der Kanalisation. Oh, wir sind in der Kanalisation, klar. Bedeutet, wir sind zumindest nicht mehr in der Irrenanstalt. Das ist offenbar zu gedooft. Er macht nichts. Ist er aber eine Leiche? Ich weiß es nicht. Würde mich nicht zu sehr drauf verlassen. Wir müssen natürlich in die Dunkelheit. Okay, da geht's auch nicht weiter. Da. Da komme ich her, um genau zu sein. Warte mal, und da? Okay, die Kanalisation scheint. Also es gäbe halt einen Weg raus, nämlich dadurch, wo ich herkam. Bin mir nur nicht sicher, ob das Spiel das so meint. Ich kann auch gar nicht zurück. Okay. Da wurde jemand zerquetscht.
Cool, oder? Da geht's nicht lang. Also, es kann eigentlich höchstens das da sein. Ja, das ist es auch. Wir sehen schon das helle Licht am Ende des Tunnels. Von den Seiten kann jetzt alles Mögliche kommen. Weil es eher Hinwege sind. Dieser Gott ist real, was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Für wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider, das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Ja, ist aber nur deine Meinung. Okay, das ist Licht. Das hier ein... Drehe zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Ach, dieses. Okay, wir haben hier eine Karte. Werde ich, verstehe ich aber nicht. Beziehungsweise werde ich mir nicht merken können. Er bewegt sich leider mal wieder schnurgerade auf mich zu. Oder auch nicht. Okay. Ventil Nummer 1 und ich sehe mich vorher um, denn ich glaube, wenn wir das drehen, dann wird der Gegner automatisch hier hinkommen. Tut er nicht. Okay. Bin positiv überrascht. Ich muss jetzt leider dahin, wo er eben hingegangen ist. Oh ja, genau. Mhm. Wie er mich halt in Fetzen reißen muss. Hätten wir nicht darüber reden können? Okay, wir gehen direkt nach rechts. Da. Genau, Spiel, genau. Ja, jetzt müssen wir leider ein bisschen warten, bis der Typ hier war.
So. Was sind das auch für fette Typen? So, bitte, bitte, du willst doch links abbiegen, oder? Okay, er läuft leider genau dahin, wo wir hin müssen. Und zwar irgendwie immer mit System. Vielleicht müssen wir auch dahin. Nee. Oder? Wie, zumindest eine Batterie. Kann mich nicht beklagen. Aber nicht der Weg weiter. Dafür müssen wir leider genau dahin. Ja, komm her. So. Du links, ich rechts. Kann er hier hin? Er kann nicht hier hin. Okay. Benutze die Leiter, um zu unteren Abzweigung zu gelangen. Ja, genau da, das wollen wir tun praktisch. Hoffe nur, dass das Spiel gespeichert hat. Er ist zumindest nicht hier geblieben. Das hier könnte eine Abkürzung sein. Ja, danke. Komische Typen hier. Ups. Okay, ich kann doch drüber. So, Leiter. Das war mal wieder eine Aktion. Oh, da geht's gar nicht hin. Wo war denn die Leiter? Da hinten, oder? Yep. Ja, will ich hier runter? Ich muss es ja wohl. Das geht schon sehr tief. Okay, jetzt absolute Dunkelheit ohne Kamera. Insofern wäre es schön, wenn uns die Batterien nicht ausgingen. Okay, da geht's lang. Oh Gott. Was auch immer es ist, wir sollen es wohl nicht ins Gesicht bekommen. Ist erstaunlich. Ich muss ja wahrscheinlich hochklettern. Ich habe Angst. Wer war das da oben? Finde einen Weg aus der Kanalisation. Okay, da lang vielleicht, so ungefähr. Warum ist dieser Gang so lang? Uns folgt ja gar nichts. Hm. Okay,
Okay, da singt nur jemand. I can tell we're the same. You still know it's real. The doctor's dead. You know that, right? Dr. Wernicke died before he even started working here. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Komische Typen. Spiel hat gespeichert und hier ist... Oh Gott. Ja.